Okay. Ich weiß nicht, woher die das Passwort haben, aber ich weiß, wo. Ich weiß das Passwort, aber ich will es gerne selbst herausfinden. Wo ist das? Also, woher finde ich das? Ich muss hier durch. Oh, warte, ich glaube, ich weiß, ich weiß. Nochmal kurz zurück. Sorry, zurück, zurück, zurück. Ich glaube, ich weiß jetzt. Wo waren nochmal die Röntgenbilder? The X-Rays, where are they? Where are they? So. Na, nicht hier, nicht hier, nicht hier. Woanders. Fuck. Bleh. So nah und doch so fern, Alter. Hier waren die, glaube ich, ne? Weil wir noch die ganzen Organe. Die habe ich vollkommen vergessen. Ich habe gerade nur gelesen, irgendwas mit Organen überprüfen. Ja. Ja, wo war's denn? Hier. Ah. Auf den Input steht was gekritzelt. Zum Öffnen der elektrischen Tür müssen die Initialen alphabetisch geordnet werden. Warte nochmal, was? Zum Öffnen der, ja. Alphabetisch geordnet werden. C. E. Dreimal L. Zweimal S. Zels? Zels? Probieren wir mal. Ich habe jetzt zwar die Seite offen, aber... Wenn es nicht funktioniert, dann vielleicht anders. Gucken wir mal. Vielleicht schaffen wir es doch. Oh. Steh auf, Bruder. Oder auch nicht? Da oben lang. So. Zels. Alphabetisch. Initialen alphabetisch. Dann. John. Ada. So. C, E, L, 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 S, S. Vielleicht das Wort Zell? Ja, natürlich. Wow. Gut, dass ich ein bisschen gelunkert habe. Weil es gab zwei Möglichkeiten, entweder Mole oder Cell. Aber, das ist komisch. Oh, ich habe den Sinn dahinter nicht verstanden. Egal. Ich habe jetzt den Sinn echt nicht dahinter verstanden. Sorry, Freunde. Das war jetzt sehr, sehr komisch. Und hier ist noch ein Item irgendwo. Nur weiß ich nicht genau wo. Riecht hier noch was? Ich sehe nichts mehr. Ach, da ist das Messer. Ist das ein Messer, was ich gerade sehe, das da leuchtet? Oder leuchtet es einfach nur so? Ne, es leuchtet einfach nur so, okay. Na dann. Ha. Gehört. Fuck.
Alter. Scheiß, die wandern. Steh auf, Kollege. Du bist noch nicht tot. Oh doch, du bist tot. Wurde einfach rot. So, wo lang jetzt? Da. Hoch. Komm schon, komm schon. Ich bin ja auch nicht mehr so ängstlich gerade. Sag ich gleich und werde mir in die Hose scheißen, aber ich habe gerade einen guten Run, wie ich finde. Ich kann gerade echt länger durchmachen als sonst. So, jetzt hier rein. Hier rein, los geht's. Oh, ja. Bitte. Und was ist das? Noch eine Diskette. Da geht's ja nicht durch. Der Film ist eingelegt. Ansehen ja. Werbematerial zu den bioorganischen, zu den bioorganischen Waffen. Der Umbrella Corporation. MA-39 Cerberus. FI-03 Neptun. MA-121 Hunter, ja, die haben wir schon gesehen. T-002 Tyrant. Oh, Tyrant. Bioorganische Waffenforschungsgruppe. Oh, Buddha, bist du da? Buddha, bist du da? Siehst du gerade, wer rechts ist? Oder klick so lange nicht, bis du das gesehen hast. Ja, nice. My man. Ja, es ist Albert. Bioorganische Waffensgruppe, Forschung, Entwicklungsteam. Ich notiere mir jetzt mal ganz kurz einen Moment. Die Nummer könnte noch nützlich sein. So, warte. So. 8341 70 623. Okay. Verwenden. Da. Wenn wir gerade hier zu bioorganische. Warte, schon immer einfach Sonnenbrille. Ich gehe gerade in das Spiel. Nice. Alter, bei der muss man so mitdenken. Ja, stimmt. Umbrella Corporation. Warum ist das jetzt anders? Neptun. Tyrant. Bioorganische Waffenforschungstruppe. Entwicklungsteam. Oh. Ja. Das ist doch ein bestimmter Code. Guck mal. Gut. 48462. 8462. Nice. Da ist die scheiß dritte Diskette. Ja. So, hier liegt noch die Munition, aber die wollen wir erstmal noch nicht mitnehmen. 8462. Aber ja, die Nurse ist halt schwer. Das stimmt. Jetzt habe ich aber ein Problem. Ich habe jetzt zwar den Code, aber was jetzt? Wo gebe ich den Code ein? Schick mal. Heilung, glaube ich, erstmal weg. Oder? Ich weiß halt nicht. Ah, wartet mal kurz. Kommt mir so vor, als ob ich eventuell was übersehen habe. Weil. Was habe ich denn da unten übersehen? Ah, warte mal kurz.
Warte, warte, warte. Ich habe gerade was gelesen. So, wir nehmen mal die Disk mit. Und dann gehen wir mal an eine Stelle zurück, weil ich habe anscheinend was übersehen. Bei dem Fax, was wir gerade gesehen haben. Da habe ich anscheinend was übersehen. Wieder zurück. Da ist Fax. Wo war das Fax denn nochmal? Unten, ne? So. Links. Müsste links, glaube ich, gewesen sein. Schauen wir. War es hier? Nein. Wo war es denn nochmal? Was hier? Du bist ja schon tot, ne? Ja. Da, ein Übertragungsgerät für den Passcode des Sicherheitssystems. Mit einer MO-Diskette können Sie den Passcode das System übertragen. Ja, das meine ich halt, das ist halt so schwer. Ja. Das ist halt so schwer, wie ich finde. Übertragen des Passwort scheint frei, etwas freigeschaltet zu haben. Ja. Ich finde halt, das siehst du kaum. Huch. Oh. Die Übertragen des Passwort scheint etwas freigeschaltet zu haben. Okay, warte. Man muss jetzt drei von den Dingern finden, oder was? Also insgesamt drei, meine ich. Das wäre jetzt bitter. Lebe zum Öffnen der Türschlüssel. Sie braucht was. Ja. Hat das jetzt was geöffnet? Ich weiß es nicht. Ah. Irgendwo muss jetzt noch was. Irgendwo müssen die anderen Sachen noch sein, ne? Ich gehe nochmal da hier in den Raum. Vielleicht ist er auch ein Faxgerät. Das habe ich einfach nur übersehen. Oh lol! Habe ich gar nicht gesehen. Jetzt muss ich auch hier alles haben. Ja, lol. Leck mich da am Arsch. Wie soll ich das denn bitte schön sehen? Warte. Das ist das Fenster. Nein. Cancel. Escape. Escape. Ah. Wo finde ich jetzt die... Von hier ist es noch roh, ne? Ah, ne, Moment. Ah. Wo kann ich jetzt die restlichen Disketten einbauen? Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Vielleicht finde ich hier etwas versteckt. Ja, siehst du? Pistolenmunition. Jetzt gehen wir nochmal hoch.
So. Gehe ich dann nochmal in den anderen Raum. Vielleicht ist da so ein Teil, wo ich eine Diskette reinpacken kann. Hier nämlich. Vielleicht habe ich ja Glück. So. Vielleicht hier. Ah ne, das ist ja Munition. Ups, oder? Sicherheitsprotokolle, Erdgeschoss, Heliport, nur für Führungsrechte. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Korridor zum Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforschers bzw. des Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Heliports umgehend erschossen. Aufzug in Notfall wird der Aufzug angehalten. Zweitens, Raum für visuelle Daten. Nur für Mitglieder der Abteilung Sonderforschung. Sonstiges Personal benötigt für den Zugang zum Raum für visuelle Daten die Genehmigung des Raummanagers Keith Arwin. Gefängnis. Die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis mindestens ein Chefforscher, E. Smith, S. Ross, Albert Wesker, muss bei Genehmigung des Vireneinsatzes anwesend sein. Tür mit Dreifachschlosszugang zu diesem Raum ist allein der Person vorbehalten, die das Schloss mit allen Passcodes reaktiviert. Über die exklusive Ausgabeterminals in den einzelnen Abteilungen der Chefforscher wird das Schloss deaktiviert. Okay, wir müssen dann die scheiß Büros von denen finden, nicht wahr? Hochspannungsraum. In diesem Raum ist eine Nitroverbindung der primären Brennstoff zur Stromerzeugung. Der Zugang ist den leitenden Mitarbeitern vom Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcodes, Ausgabeterminals. Verwendung und von und Zugang zu Ausgabeterminals ist Chefforscher mit entsprechender Berechtigung vorbehalten. Entwicklung des Tyranns. Vierten Unterschuss. Nach Verabreichung des Tivo ist nicht weiter lesbar. Okay. Okay, aber wo? Jetzt frage ich mich halt, wo wir dieses scheiß Teil finden können. Warte mal kurz. Ah, ärgert mich gerade ein bisschen. Ah. Steht hier. Fernseher können wir nicht andrücken. Das Telefon hier. Eingabegerät für den Passcode verwenden. Ja. Oh, das ist das Teil an der Wand. Oh. Was hat mir aufgeschrieben gehabt? 84. 6-2, okay. Passt also doch. Ja. Die Tür ist offen, jawohl. Und hast du was? Habe ich auch noch Platz? Natürlich nicht. Mehr Objekte können sich tragen? Na toll. Aber hier. Eine Art Gerät zur Bildbearbeitung. Wahrscheinlich können sie damit Kenneths Film ansehen. Film ansehen, ja. What the fuck? Ich habe mich voll erschreckt. Okay. Kann ich hier nicht... Kenneth ist also tot, aber hier... Ah. Ich muss Sachen ablegen. Fuck. Prüfen. Fuck, ich habe keinen Platz mehr. Nice, danke für das grüne Kraut. Können wir gleich... eine Mischung draus machen. Du bist ja gleich zurück. Das war welcher Raum hier? Ja, der... Okay, Labor, zwei ist untergeschossen. Okay. Wir haben immer einen kleinen Fortschritt gemacht. Ein kleiner, aber schöner Fortschritt. Dann hier lang. Ich will das Spiel heute schaffen, aber holy shit. Ich dachte jetzt, das wäre so straightforward, aber... Wir müssen noch einiges absuchen, du. So. Kurz. Warte, rotes Kraut. Kombinieren. Sehr schön.
Problem ist jetzt. Wir bleiben erstmal noch so. Irgendwo muss ich das. Da kann ich ja die Scheiße auch wahrscheinlich gleich einfügen, damit ich halt Platz gleich kriege, wisst ihr? Die Scheiße ist Ketten. Die müssen irgendwo hier sein. Wahrscheinlich kann ich mit dem Schlüssel unten die Türen gleich öffnen oder so ähnlich. Ich weiß es nicht, aber das könnte eventuell sein. So, gehen wir hier wieder rein. Und zack. Laborschlüssel, ja. Ja, ne, müssen wir nicht gucken, weil hier ist noch die Munition. So, dann wieder raus. So, und dann jetzt hier runter, ne? Und jetzt müssten wir eigentlich unten die Türen gleich öffnen können, oder? Wenn nicht, habe ich wirklich keine Ahnung. So. Probieren wir es mal hier. Ja, perfekt. Hier kommen wir rein. Hier kommen wir rein. Jetzt ein Zombie. Warte, was? Irgendwas ist hier. Oh. Ich hab was gehört. Fuck. Oh Lord. Da fuck bist du, Alter. Sehr schön. Weg mit dir, kleiner Pisser. Stehst du auf? Oh, die verschwinden komplett. Jawohl, Eck. Wow. Alter. Chill. Lass mich doch ein bisschen erkunden, du. Hoch. Hier durch. Alter. Weg nachladen. Irgendwas passiert hier wieder. Repack mitnehmen, ja? Da! Ja! Ja, bitte. Achso, sorry, ich muss ja das Item benutzen. So. Perfekt. Ja! Ja. Ist hier noch was? Eventuell. Nein. Ja. Ah. Oh. Schieben. Perfekt, aber was ist denn hier noch? Upsa. Ich weiß nicht, was hier noch sein sollte. Ich gehe mal kurz rüber. So, können wir die Tür hier öffnen? Ne, fast gerostet und bewegt sich nicht mehr. Okay. So. Perfekt. Das war nur das die Gewehrmunition wahrscheinlich, ne? Manche Sachen, Alter, übersieht man auch so schwer. Ja, war nur Gewehrmunition. Dann jetzt zurück. Ich würde, glaube ich, auch mal woanders dann die Gewehrmunition wieder abholen. Dann hätten wir wahrscheinlich wieder die Schrotflinte für uns entdeckt. Nicht wahr? Boah, ja,
Was denn? Drei mit Nurse. Nice. Die ist halt sehr schwer, ne? Die ist zwar sehr stark, aber auch sehr schwer. Wie ich finde. War Gewehrmunition hier? Ne, Pistolenmunition. Wo war nochmal Gewehrmunition? Da. Gehen wir das abholen, dann können wir vielleicht unsere Schrotflinte wieder gönnen. So, leider ist Natalie schon eine lange Zeit wahrscheinlich weg. Wahrscheinlich eingepennt. Ich bin so langweilig. So. Wir gehen nochmal kurz zurück und gönnen uns, Alter, hast du mich erschreckt, Bruder? Ich habe rechts unten die Benachrichtigung bekommen. Familienbibliothek. Hurra, die Titanspiele vor. Alter, ich habe mich gerade erschreckt. Oh. Ja, nice. So. Jetzt haben wir hier auch alles, ne? Nein! Irgendwas ist hier noch. Irgendwas übersehe ich. Wo ist die Drittstelle? Wo ist die Drittstelle? Die audiovisuellen Materialien sind alle gut aufgereiht. Hier scheint es nicht. Aha. Es braucht Ewigkeit, bis ich mal jemanden hitte und wenn und muss mit ihr leider auch etwas tunneln, noch weil ich sonst keine Pressure aufbaue. Ja, das ist in Ordnung. Eine Leinwand für Filmprojektoren. Ja, aber wo? Irgendwas muss ich doch übersehen. Und auf dem Tisch die Munition, wenn ich das richtig sehe. Ah. Gehen wir mal zurück und gucken mal, wie wir weitergehen können. Wo können wir jetzt noch lang? Wo können wir jetzt noch lang? Wir brauchen jetzt die dritte Stelle. Die müsste irgendwo eventuell hier unten sein. Das frage ich mich halt, wo noch? Alter. Ich weiß ja auch nicht, warum ich mich so dumm anstelle. Vielleicht in dem einen Raum, wo ich gerade nicht vielleicht gekrabbelt bin. Warte. Gehen wir nochmal zurück. Weil die müsste ja eigentlich im Labor sein. Da war der gerade eben im Labor und... Ha. Wieder hier hoch. Und dann hier durch. Hier durch. Hier war ich schon, ne? Insert Disk. Warte mal kurz. Das habe ich ja schon gemacht. Fuck, wo ist denn die dritte Stelle, verdammte Axt? Wo ist die verdammte dritte Stelle? Ah. Warte mal kurz. Warte, oh Leute, ich bin doof, ich bin doof. Ich bin sowas von doof. Ich habe noch eine Tür, die ich aufschließen kann. Die habe ich komplett übersehen, my bad. Mein Fehler, mein Fehler. Alter, ich suche die ganze Zeit. So. Die hier. Ja,
Braucht ihr mir ja ablehnen, sowas von. Weg mit der Tür. Zack. Ach, weg mit der Tür, sag ich schon. Weg mit dem Schlüssel. So, was ist hier? Was denn hier los? Ich kann geradeaus. Das ist gerostet hier. Ich kann nur geradeaus und rechts. Okay, und da ist ein Aufzug. Wir gehen erstmal hier lang. Oh, oh. Ganz ruhig, Dolu. Oh! Sowas höre ich doch gerne. Ja, haha! Oh mein Gott, bin ich glücklich. Oh mein Gott, tut das hier gerade sehr gut. Das ist ja unglaublich. So, pack mir das mal weg. Granatwerfer war schön mit dir, aber Schrotflinte it is. Jill ist so schön, Mann. Ja, Jill ist unglaublich schön. So, 30 Schuss. Perfekt. So. Wir lassen es erstmal noch so. Wir nehmen das hier noch mit. Und packen es wieder zurück. So. Ich gucke mal kurz, ob ich das hier übersehen habe. Hier ist noch ein Item anscheinend. Wo aber? Da, Farbband. Nice, wir haben 9 Stück. Guck dir das an, Alter. Ja, 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 ja. Oh, freu mich halt, wenn ich endlich dann die Resident Evil Teile dann veröffentlichen kann, die alten Streams. Darauf freue ich mich sehr. Ich will auch mal richtige Thumbnails machen, weil ich habe einfach die blöd hochgeladen und hatte keinen Bock, die zu bearbeiten, wenn ich ehrlich bin. So. Gucken wir nochmal kurz. Okay. So. Jetzt haben wir ja alles, nicht wahr? Ja. Wir laufen jetzt mit Schrotflinte. Perfekt. Sehr gut. Kurz hier nachgucken. Der Aufzug funktioniert nicht. Gut zu wissen, anscheinend müssen sie den Schalter auf der rechten Seite aktivieren. Das ist anscheinend das Bedienfeld für den Aufzug. Schalter drücken, ja. Anscheinend gibt es keinen Stromzufuhr. Okay, gut. Besser. Oh Leute, der Strom hat mich erschreckt. So, was ist jetzt hier los? Komm, ich habe meine Schrotflinte bereit. Los geht's. Oh! Ich höre was, ich höre was. Und die Kinder höre ich auch noch draußen. Schön. Da geht's weiter. Umdrehen. Von links kommt noch was. Fuck. Fuck. Junge. Wow. Tot. Da ist noch ein. Oi, oi, oi. Wow. 3 Schuss. 3 Schuss. Das ist nicht gut. 23 Schüsse haben wir noch. So, verschwinde. Wow. Komm. Alter. 2 Schuss. Wir müssen einfach nur näher ran. So, kurz nachgucken, was wir alles mitnehmen können. Irgendwas muss hier sein. Hallo? Ist hier was? Ich sehe gerade nichts, was ich mitnehmen könnte. Seht ihr was? Ha? Achtung, Explosionsgefahr.
Treibstoff nicht schütteln. Okay, schütteln. Ein Nachttankgerät für den Hochspannungsraum. Es funktioniert derzeit nicht, weil es keinen Treibstoff gibt. Das ist eine leere Kapsel. Ja. Okay, dann wissen wir schon mal, was wir machen müssen. Jetzt ist es grün hier, ne? Ja. Perfekt. Dann weiß ich, wohin ich die Kapsel hinpacken muss. Oder wo ich die auffüllen muss, zumindest. Nein, weiter runter. Und dann rechts. Ups, oder? Und dann hier lang. Los geht's. Komm schon. What the fuck, wo? Oh, fuck. Alter, wie tief geht's hier runter? Willst mich verarschen, du? Nein, steh auf. What the fuck? Jawohl. Ich bin auch gesund. Komm runter, Junge. Komm. Oh, ich bin tot. Arschloch. Ja, eine Betrachtung. Ja. Sehr schön. Verwenden, da haben wir noch einen Platz frei. Komm, verwenden. Ja. Jetzt ist die Scheiße dort endlich offen. Perfekt. Die Übertragung ist passend. Ja. Sehr gut. Aber hier ist noch was. Hier ist noch was. Hier geradeaus. Komm, fall runter. Ja, ich höre dich. Jawohl. Oh, wow! Alter! Ja? Willst du mich verarschen, Junge? Ich hab nicht mal so viel Munition. Ich benutze alles hierfür. Ich habe noch 14 Schuss. Alter! Gehen wir direkt erstmal hier durch. Holy shit. Oh, nö! Und was ist hier? Jawohl. Jawohl, komm. Jawohl. Oh, da kommt noch einer, ich hab's gesehen. Alter. Gleich all meine Schüsse verbraucht. So, nein, zurück. Warum kommen wir hier hin? Der Hauptaufzug hat keine Stromzufuhr. Starten? Ja. Systeminitialisierung scheitert. Anscheinend ist zum Start eine Art Treibstoff erforderlich. Okay. Dann weiß ich schon ungefähr, was ich tun muss. Zurück. Ich will nicht mehr kämpfen, ich will sprinten, du. So. So, dann in die Richtung. Da. Zack. Okay. Da habe ich noch was übersehen. Ich weiß aber immer noch nicht was. So, wir gehen jetzt hin. Zack. Und füllen den Treibstoff mit dem Teil auf. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Warte, erstmal nehme ich die scheiß Munition hier mit. Das triggert mich sonst. Ja. Jetzt haben wir alles, nicht wahr? Ja. Sehr schön. Ich könnte jetzt zwar auch durch. Gleich.
Und aus diesen fucking Ventilen kommt wahrscheinlich irgendwann diese Scheiß. Kommen wahrscheinlich diese scheiß Dinger raus. Ich sehe es doch, komm. So. Ups, war hier lang? Ich will eigentlich zu lange streamen eigentlich, weil ich habe Angst, dass meine Festplatte vorläuft. Sollte aber funktionieren, du. War es hier? Ja, es war hier. Perfekt. Verwenden. Was? Wie? Sieht aus wie ein Nachttankgerät. Kapsel einsetzen? Ja. Wir haben folgendes eine Treibstoffkapsel. Yes. Der Hauptbestandteil dieses Treibstoffs ist eine Nitroverbindung. Durch Rennen könnte eine tödliche Explosion ausgelöst werden. Okay. Na dann, laufen wir langsam. Ich habe jetzt lange nicht mehr gespeichert, obwohl, was lüge ich. Ich habe schon gespeichert. So. Wir gehen dann. Park, Alter. Wollen die, dass ich jetzt dahin gehe, weißt du? Will ich hier kommen aus dem. Ne, hier irgendwo raus. Auch nicht laufen, du. Sondern ganz langsam, ganz langsam. Alter, ich schwitze jetzt übelst halt, weil ich nervös bin. So. Ich habe so große Angst, ne? Deswegen gehe ich. Es ist echt gut, dass ich das gerade alles geklärt habe, alles gesäubert habe. Ich könnte zwar nochmal speichern, aber mache ich nicht. So. War der Behälter nicht hier sogar irgendwo? Gehen wir hier langsam. So. War es nicht eventuell sogar hier? Verwenden. Ein Gerät zur Brennstoffzufuhr. Hochspannungsraum. Es funktioniert derzeit nicht, weil es kein Treibstoff gibt. Kannst du einsetzen? Ja. Jawohl. Jetzt können wir lang. Jetzt können wir auch rennen. Sehr gut. Und dann hier durch. Ich hoffe, ich bin jetzt gerade richtig gelaufen. Ja. Habe ich was übersehen? Nein, das nicht. Das hatten wir schon. Keine Ahnung, wir laufen jetzt einfach hier durch. Ah, so kurz vorm Ende, ne? Und doch zieht sich das noch ein bisschen. So, hier jetzt. Der Selbstzerstörungsmechanismus des Labors ist gewaltig. Oh, hier ist ja Selbstzerstörung, aber wir wollten ja hier hin. Der Hauptaufzug hat keinen Strom für starten. Ja. Alter! Jetzt ist der Strom da. Dann weiter. So. Upsa. Oder hier links lang, ne? Zack. Dann haben wir es gleich. So, dann
Könnten wir jetzt eigentlich den Aufzug benutzen, aber erstmal speichern wir. Denn ich will den anderen Raum. Ah, ich weiß nicht. Sollen wir den Aufzug benutzen? Ich bin mir nicht sicher. Erst Aufzug oder den Raum? Das ist halt die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle. Ups, falsche Richtung. Hallo? So. Aufzug oder die verschlossene Tür? Ich bin jetzt am Überlegen. Ja, bitte, speichern. Ja. So. Jetzt benutzen wir 24. Perfekt, einen Moment. Ich will mal kurz gucken, wo diese Person als erstes hingeht. Das will ich jetzt nur kurz herausfinden. Einen Moment, bitte. So. Weil das will ich noch kurz herausfinden. Sorry, Freunde. Wo würde diese Person als erstes hingehen? Aufzug oder Tür? Das frage ich mich gerade wirklich. Weil... Ah. Wie viele Heilungen haben wir denn? 2 Stück. Vielleicht sollten wir noch eine dritte nehmen. Okay, die Person geht als erstes zum Aufzug. Okay. Dann. Zack. Wir haben 2 erste Hilfe-Sprays, das ist sehr gut. Dann nehmen wir das hier mit. Zack. Und dann los. Und eventuell schaffen wir das jetzt gleich. So, auf zum Aufzug. Der war hier, direkt. Gucken wir mal. Los geht's. Ja, Schalter drücken. Sehr gut. Der Aufzug funktioniert. Jill. Oh. Barry. You could have at least waited up for me, you know? Let's go. Oh mein Gott. Jill ist so süß, ne? Vergibt ihm die ganze Zeit. Das finde ich so toll. Jill ist so niedlich. Let's go. Oh. Okay, wo sind wir hier? Hier ist doch was, einen Moment. Nee. Egal, dann machen wir die Tür jetzt auf. Los geht's. So, was für ein Bixi. Oh! Das sieht nach einer modernen Tür aus. Wesker! Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and 2 lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl, but I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh! Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seem to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. Tyrant. Thank you.
It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Jill and Barry, together. In hell. You want a piece of me? What? Premature. No, Barry! Oh, you viral cultured freak. Hola. Boom. Ei. Oh, Warnung. Oh mein Gott. Alter. Nein, Sackgasse. Eieiei. Wow, Doppelschlag. Jawohl, wir haben ihn. Okay, er ist down. Oh mein Gott. Was ist denn sein Problem? Oh, das Pistolenmagazin. Upsili. Scheiße. Okay, müssen wir gleich. Ja. Egal. Wir haben ihn. Barry! 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 You're okay. Jill. Sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. Okay, perfekt. Wir haben das schon mal. Holy shit, Alter. Tyrant. Ach du Scheiße. Oh, hier ist gar nicht die Tür. Hier. Die Tür ist elektrisch gesperrt. Anscheinend erfolgt das im Notfall automatisch. Hör wohl, lang jetzt. Schalten wir jetzt die Tür wieder ein? Ein Gerät zur Erfassung der Daten aus den Experimenten, okay. Hä? Ich fand auch gerade die Dialoge so richtig gut, Alter. Jill and Barry, together. In hell! Premature! Ich fand's so gut. Ein Befehl. Ach, Befehl. Bedienfeld zum Lösen des elektrischen Notfallschlosses. Ja, bitte. Das elektrische Schloss wurde geöffnet. Perfekt. Perfekt. Huh. So, Alter. Tyrant. Weg ist er. Huh, schick, Alter. Ich war ultra nervös. Das sage ich euch. Das Selbstzerstörungssystem umgeht evakuieren. Ja. Wesker must have set it off. Let's hurry. Okay. Scheiße. Ich muss noch Sachen auswechseln. Fuck. Das Ende ist jetzt da. Ja. Ich will aber noch kurz in den Raum. Ups, oder? Wo ist der Raum nochmal, warte? Links. Schnell rein. Weil ich habe keine Schrotflintenmunition mehr. Und ich weiß nicht, was jetzt gleich passieren wird. Ja.
habe einfach keine Munition mehr. Wusste ich halt legit nicht mehr. Dann nehmen wir das hier. Oh fuck, nicht das. Brandsätze. Na, Brandsätze. Okay, das letzte bin ich der Endspurt angekommen. Zack, erstmal Speicher. Speicher. Ja. Ich muss das wahrscheinlich durch die Tür, die ich freigeschaltet habe, ne? So. 25, los geht's. Jetzt ist die Zeit gekommen, das Spiel zu beenden. Premature! So. Dann weg da und ich will jetzt den Granatwerfer nehmen. Ja. Okay, und ich nehme sicherheitshalber noch eine Heilung mit. Die könnten wir eventuell gebrauchen. Zack, los. Los geht's. Okay, jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich gespannt. Auf zur roten Tür, auf zur roten Tür. Die war jetzt hier, ne? Ja, geradeaus. Auf zur roten Tür. Fuck, 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 fuck. Ich habe jetzt Angst. Ich habe jetzt so große Angst. Nein! Nein, wir laufen durch. Wir laufen durch. Ja, ich wusste doch, dass sie hier rauskommen wäre. So, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Wo ist Barry hingerannt? Ich habe keine Ahnung, wo Barry ist. Genau hierhin wollte ich. Los geht's. Hebel zum Öffnen der Tür ist ja, umlegen, los geht's. Und hier durch. Die Tür ist verschlossen, wir die Hebelseiten umlegen können. Warte, was? Ja, umlegen. Ach, alle umlegen. Perfekt, ja. Jetzt die Tür offen. Fuck yeah, los geht's. Los geht's. Los geht's, los geht's, los geht's. Okay. Runter, runter, runter! Sprinte, Jill! Ich hätte gerne jetzt eine Heilung eigentlich. Aber ich warte noch. Vielleicht passiert noch was. Hier ist eine Tür. Weh, ich komme jetzt hier nicht durch, dann weine ich. Das Schloss ist geöffnet, nice. Los geht's. Was ist hier hinter? Was ist hier hinter? Sieht aus wie so ein Gefängnistür. Jill! Chris, you're okay! Glad to see you are too. Anything on Wesker? We'll talk later. First, let's get going. Ich habe auch ein Achievement gerade freigeschaltet. Chris war die ganze Zeit hier. Okay. Okay. So. Wo wartet? So, sorry, ich wurde gerade unterbrochen. Okay, komm, Chris. Komm, Chris. Alter, nice. So, jetzt kommen wir endlich zum Ende an. Los geht's! Los geht's. Ich habe so große Angst, ne? Come on, let's go. Come on, let's go. Okay, Sprinter, hinter dir her. So. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ich will jetzt hochgehen eigentlich, ne? Weil eine andere Stelle kenne ich hier gerade nicht. Ja, oder müssen wir... Weil da stand auch irgendwas mit Selbstzerstörung. Aber ich gehe hier hoch. Los geht's. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Und hier hoch. Los. So, und jetzt hier komplett raus, ne? Weil da können wir nichts mehr machen. So, los geht's. Komplett raus. Raus! Oh! Die Tür schnell auf, Alter. Wie lange brauchst du die? Ich muss die Tür aufzumachen. Hoch. Ich hätte zwar speichern können, aber egal. Will ich nicht. Come on, come on, hurry! Oh, Beeilung! Los. Aufzug, los. Sie müssen nicht zurückgehen. Hä, was? Muss ich jetzt ansprechen? Hä? Ach, hier durch. Sorry. Ich habe gar nicht die Tür bemerkt, wenn ich ehrlich bin. Oh, das sieht nicht gut aus. Okay. Heilung. Warte, erstmal, was ist das? Gewehrmunition? Nein. Wir haben ja
Fuck, ich hab die... Warte kurz. Sorry, zurück. Ich speichere doch. Weil ich hab Pistolenmunition dabei, aber... Einen Moment, sorry, Freunde. Kurz runter. Ich weiß, das Gebäude fliegt gleich in die Luft, aber... Oder das Labor. Aber ich muss noch... Tasche packen. So. Dann. Zack. Kurz speichern. Nochmal speichern, ja. Weil ich glaube, jetzt kommt das Finale. Und weiß jetzt nicht, was jetzt da passieren wird. So. Perfekt. Und dann fahrt man wieder zurück. Und was nehmen wir mit? Wir haben das Gewehr. Ich weiß nicht, ob wir die Pistole mitnehmen sollten. Aber ja. Ne, wir bleiben hierbei. Wieder hoch. Und dann nehmen wir die ganze Heilung dort. So. Oh, hier nochmal lang. Legit die Tür gar nicht bemerkt. So. Und dann nehmen wir die beiden Heilungen mit, weil irgendwas passiert jetzt. Gegen Wesker kämpfen wir jetzt oder was anderes. So. Aktivieren. Und dann beide nochmal öffnen. Prüfen. Hup. Ja. Dachte ich mir schon. Und, ups, nein. Und dann zack, prüfen. Und nochmal Erste-Hilfe-Kasten hier. Ja. Erhielt ein grünes Kraut. Perfekt. Sollte reichen. Last Chance, ja. Oh, die sind ja mir gut. Ich habe nur Schritte gerade gehört. Ich war voll nervös. Los geht's. Hier, ne? Los. Der Aufzug funktioniert nicht. Sie müssen die Stromversorgung wiederherstellen. Wie? Der Aufzug entsteht kein Strom. Die Sicherung fehlt. Hä? Woher kriege ich jetzt die scheiß Sicherung? Ey, willst du mich jetzt verarschen? Ich habe keine Sicherung. Woher kriege ich jetzt die scheiß Sicherung? Warte mal kurz. Oh, nee. Jetzt im Ernst, wo ist die scheiß Sicherung? Oder? Upsala. Ich sollte nicht meckern, sorry. Baguette. Verwende. So, die Sicherung. Sicherungskasten, so, sorry. Ich habe gemeckert. Egal, jetzt habe ich eine Heilung weniger. Oh, sorry. So. Rein mit dir. So. Oh. Damn it! We're almost there! Jill, you just get in contact with Brad! No! We can make it. Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? Alright. We'll rendezvous at the heliport. Nee, ich glaube nicht, Bruder, aber das Spiel geht jetzt langsam zu Ende. Das Spiel geht jetzt langsam zu Ende. Wir sind gerade mal am Ende. So, ladies first. Let me have a moment. Oh, Time Limit, scheiße. Ich sprint direkt durch, kein Kampf. Einfach durchsprinten. Fuck. Schnell. Wir sind kurz davor. Was ist das? Signalrakete? Ja. Direkt abschießen. Ja, das tut sie. Oh, da sind sie ja schon. Jill! You made it! What? Oh. Tyrant. Fuck. Los. Oh, wow.
Boom! Wie schnell er ist! Scheiße! Ah! Wow! Alter, weggeklatscht! Steh auf, Jill! Warnung! Ja, Warnung indeed! Ich sehe halt nichts. Einfach nur Reaktion von jemandem, als Chris geworfen wurde gerade. Ja, ist halt echt so. Oh, ich muss nachladen. Oh! Junge. Chris denkt sich auch so, ich will auch meine Momente haben und stirbt. Ich muss nachladen wieder, warte. Fuck. Ja! Oh, use it! Kill it, whatever it is! Nice! Wo ist es? Wo ist es? Ah! Nice! Hä? Wo ist es? Hä? Da! Oh mein Gott, der springt auf mich zu. Ich werde einmal weggeklatscht. Mit dem. Steh auf! Erstmal heilen. Wir sind fast tot. Bumm. Ausrüsten. Und los! Ja! One hit. Alpha-Sterne schließen das Spiel mit Jill ab. Die große Nacht der Stars schließen sie mit Jill das Spiel so ab, dass Chris und Barry überleben. Nice! Die hätten also sterben können. Ich glaube, wenn man den in der Zelle lässt. Ich habe den ja befreit. Nice. Die Welt wurde gerettet. Für den ersten Teil. Resident Evil. Game Part Crew. Nice. Wir haben das Spiel durch. Jein. Ich glaube, das Spiel ist so vorgesehen, dass du mit Chris spielst. Und du rettest ihn, ja? Ich glaube einfach nur, einige alternativen Enden und Wege sind halt nur in diesem Spiel. Im Optimalfall sollst du halt kanonmäßig. Oh, lol, das ist ja. Das ist ja Rebecca! Ah, das ist Resident Evil Zero, ne? Stimmt. Resident Evil Zero muss auch noch spielen. Soweit ich weiß, geht's mit Wesker später so weiter, dass er die Story aus Chris' Version erzählt. Und da erzählt er, wie der überlebt hat und wie der weggekommen ist. Oh, das ist Jill aus Teil 3, glaube ich. Nee, das ist die... Hä? Ich bin gerade verwirrt. Aus welchen Teilen sind die Spiele jetzt? Ach nee, das ist mit den anderen Skins. Oh, nevermind, hupsi. Na, ich weiß nur, dass in Teil 2 erklärt wird, warum Wesker überlebt hat. Und da erzählen die Geschichte, wie du mit Chris gespielt hast, glaube ich. Aber nice, Alter. Holy shit. Ich habe das Spiel endlich geschafft. Wegen meiner Liebe. Ah, ich verstehe. Love. Ich fände es lustig, wenn man den einfach hätte sterben lassen. Hä? Oder kann man auch mit Rebecca das Spiel spielen? Ich verstehe es gar nicht, ob das hier aus Resident Evil Zero sind oder nicht. Naja, finden wir später Jill, heraus. You did a fine job. Jill, you did a fine job. Nice. Spielzeit 15 Stunden. Abgefeuerte Schüsse fast 400. Erledigte Kräfte 109. Verbrauchte Farbbänder 34. Verwendete Heilobjekte 45. Ja. Nee, das ist ein Skin, glaube ich. Ah, okay. Jill hat ein neues Kostüm. Sie haben einen neuen Kleiderschrankschlüssel erhalten. Ein neues Kostüm wurde freigeschaltet. Sie können sich im Ankleideraum umziehen. Ankleideraum? Speichern wir mal hier.
Durchgespielte Daten. Ja. Nice. Wir haben das Spiel durch. Galerie. Gesperrt. Ja, das sind die ganzen Chris-Sachen. Wahrscheinlich. Was ist das denn jetzt? Warte. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Ich hab das ja das Intro vom Spiel noch, ne? Ich will das Ding sehen, ja, ich will ja auch das Skin sehen. Ich will auch den Skin sehen. Ende Jill, ja, guck mal, das ist ja alles, okay, ich seh's schon. Den neuen Skin, ich will auch. Aber... Genau das. Spiel laden. Was passiert, wenn wir bei Null machen? Ich will noch kurz gucken. Was passiert, wenn wir jetzt hier sind? Nichts. Ja, ich guck mir das mal gleich an. Ja, ich glaube, irgendwo müsste es einen Umkleideraum geben. Aber ja. So. Ich würde aber sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich gucke das gleich an, wie das Skin aussieht. Und wir sehen uns bei dem nächsten Spiel, ne? Wir haben es End Resident Evil durch. Jawohl. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.